Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute zur Wie kam ich zu YouTube-Challenge. Da gibt es dann auch einen Hashtag, der wird dann hier unten eingeblendet. Und auf jeden Fall habe ich mir gedacht, es ist bei manchen Kanälen bestimmt interessant zu wissen oder mal zu hören, welche Beweggründe die Betreiber dazu geführt haben, einen Kanal auf YouTube aufzumachen. Und deshalb gibt es jetzt die Wie kam ich zu YouTube Challenge. Also ich werde gleich erzählen, wer ich bin und wie ich zu YouTube kam. Dann 4 Leute nominieren, die dann wiederum auch 4 Leute nominieren müssen, diese Challenge gleich zu tun. Also fange ich jetzt mal an. Also ich bin der Florian, mein YouTube-Kanal heißt Eimer und Tassengarten. Und wie ich zu YouTube kam, ich habe halt ab und an mal so YouTube-Videos hier geguckt von anderen großen Gartenkanälen, waren da auch welche dabei. Und da die Leute immer über die Lebensmittelqualität, also hier bei Obst und Gemüse, über die Qualität schimpfen, habe ich mir gedacht, da ich mal Gartenbau gelernt habe, wieso zeigst du nicht den Leuten in deinen Videos einfach mal, wie man Paprika, Tomaten, Kräuter und ähnliches auf der Fensterbank vorzieht, um es dann entweder in Töpfe für den Balkon zu pflanzen oder wer einen Garten hat, also so eine kleine Parzelle, Kleingarten oder ähnliches. Genau. Und so kam ich zu YouTube, weil ich den Leuten zeigen wollte, dass die auf der Fensterbank Gemüse vorziehen können. Mag das im kleinen Einfamilienhaus sein oder auch im P2 oder WBS 70 Plattenbau. Genau. Also das waren meine Beweggründe, wieso ich zu YouTube gekommen bin. Des Weiteren nominiere ich jetzt folgende Kanäle. Christians Welt. Das Garten 69. Docs Island und Steffens Gemüsegarten. Die möchten doch bitte die Challenge annehmen und mal erzählen, wie sie zu YouTube kamen. Hat euch dieses Video gefallen, dann gebt einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos wieder.